Die Bettdeckenfee. Der kleine Teddy war krank geworden und langweilte sich, weil er die ganze Woche über nicht hinaus durfte und mit niemandem spielen konnte. Hanna! Hanna! Was ist los, Teddy? Hanna, wo ist Mama? Ich möchte sie etwas fragen. Oh, Teddy, deine Mama war die ganze Nacht wach und hat sich um dich gekümmert. Sie hat sich hingelegt und braucht Schlaf. Wir wollen sie doch nicht aufwecken, oder? Aber ich muss sie dringend etwas fragen. Warum sagst du mir nicht, was du sie fragen willst? Vielleicht kann ich dir helfen. Na, ich will sie fragen, ob ich heute noch ein paar Kekse haben darf und nicht nur Milch und Haferbrei. Oh nein, Teddy, das darfst du nicht. Du weißt doch, dass der Arzt gesagt hat, dass du nichts außer Milch und Brei essen darfst, oder? Ich bin sicher, dass du so viele Kekse essen darfst, wie du willst, sobald es dir wieder besser geht. Ruf mich einfach, wenn du noch etwas brauchst. Teddy lag im Bett und fühlte sich einsam und unglücklich. Er wünschte sich, seine Mama würde vorbeikommen und ihm eine Geschichte vorlesen. Er wünschte sich, er könnte hinausgehen und spielen. Er wünschte sich, er könnte einfach einen Keks essen, wenigstens das. Er ahnte nicht, dass er bald einen Besuch haben würde. Oh je, oh je. Was für eine Kraxelei. Wer bist du? Oh. Was glaubst du denn? Ich bin die Bettdeckenfee. Ich habe keine Ahnung, wer oder was das ist. Nun, die Decke auf deinem Bett. Wir, die Bettdeckenfeen, leben unter den Menschen. In ihren Häusern und passen auf kleine Kinder wie dich auf, Teddy. Möchtest du, dass ich dir eine Geschichte zeige, Teddy? Du willst mir eine Geschichte erzählen? Nein, nein. Ich meine, ich zeige dir eine Geschichte. Okay. Du wirst sehen, was ich meine. Lass uns ein Spiel spielen. Wähle eines der Quadrate auf der Decke aus. Na los, so reiz aus. In Ordnung. Ich denke, ich suche mir das leuchtend Gelbe aus. Also gut. Schau es einfach weiter an und wende deine Augen nicht ab, bis ich 7x7 gezählt habe. Dann wirst du die Geschichte deines gelben Quadrates sehen. 1, 2, 3, 4. Wende deine Augen nicht ab. 47, 48, 49. Siehst du das Schloss da oben, Teddy? In diesem Schloss lebt eine verzauberte Prinzessin. Sie schläft seit hunderten Jahren und wartet darauf, dass ihr Held kommt und sie rettet. Wenn du willst, kannst du der Held sein, der sie aus dem hundertjährigen Schlummer befreit und sie rettet. Komm mit, Teddy. Teddy konnte das alles kaum glauben. Und er erkannte sich selbst kaum noch wieder. Er sah größer und kräftiger aus und trug Kleider, die einem Prinzen angemessen waren. Ich werde es tun. Ich werde die Prinzessin retten. Also ging Teddy die Wendeltreppe hinauf, um die Prinzessin des Goldenen Schlosses zu retten. Sei tapfer, Teddy. Sei stark. Und hüte dich vor dem, was klein und grau ist. Hallo? Ist da jemand? Ein mulmiges Gefühl überkam Teddy, als er die Schlosstür öffnete und hineinging. Die große Eingangshalle hatte 5 Wände. 3 dieser Wände hatten hohe Türen. Eine war mit Diamanten besetzt, die andere mit Rubinen und die dritte mit Smaragden. Die Frage war nur, hinter welcher dieser Türen sich die verzauberte Prinzessin befand. Als Teddy so dastand und alles in sich aufnahm, hörte er ein geflüstertes Lied. Und raus und raus und rein, blitzschnell beim Weben, ich will sein. Man irrt sich morgen, man irrt sich jetzt, doch ich will vollenden mein feinstes Netz. Die Stimme schien von der 4. Wand zu kommen. Über dessen Tür lag ein Vorhang aus silbrigem Spinnennetz. Sitze ich in meinem leuchtenden Netz, um mich auszuruhen und umzusehen ein wenig jetzt. Bin ich ausgeruht und munter. Dann fange ich gleich wieder mit dem Weben an. Es sah so aus, als hätte der kleine Teddy jemanden gefunden, den er um Hilfe bitten konnte. Jemanden, der klein und grau war. Herr Spinne, bitte hilf mir, die verzauberte Prinzessin zu finden, denn ich will sie retten. Oh, es ist so schön zu sehen, dass der Retter der Prinzessin endlich
da ist... Wo sonst sollte die Prinzessin denn sein, wenn nicht hinter der Smaragdtür, dem schönsten aller Edelsteine in der Welt? In seiner Aufregung eilte Teddy zur Smaragdtür und vergaß sogar, seinen kleinen grauen Freund zu danken. Er öffnete die Tür und trat hinaus. Doch sogleich fand er sich vor den Toren des Schlosses wieder. Nun, Teddy, du hast es probiert. Aber du hättest wissen sollen, dass die Smaragdtür die falsche ist. Aber nun gut, sollen wir die Geschichte beenden und nach Hause gehen? Nein, nein, nein. Lass es mich noch einmal versuchen. Vielleicht kann ich ja dieses Mal die Prinzessin retten. Also gut, aber nimm das hier besser mit. Vielleicht wird es dir nützlich sein. Und denk daran, hüte dich vor dem, der klein und grau ist. Und schon war Teddy wieder im Schloss. Der Held, der weiß jetzt wirklich mehr. Es schlug alles fehl, doch Triumph winkt nun sehr. Die Smaragde sind stumpf, die Diamanten sie funkeln. So wie seine Weisheit erhellt das Dunkel. Natürlich, die Diamantentür. Doch kaum hatte Teddy die Diamantentür geöffnet und noch bevor er sich umdrehen und der Spinne danken konnte, sauste er den glatten Glasberg hinunter. Und schon war er wieder im goldenen Garten. Na, warst du diesmal klug? Hast nicht die... Diamanttür geöffnet? Doch, das habe ich. Du hättest meine Warnung beherzigen sollen. Vielleicht bist du kein rechter Held, Teddy. Wir sollten wohl nach Hause gehen. Lass es mich noch einmal versuchen, denn dieses Mal werde ich die Prinzessin finden. Okay, eine letzte Chance. Nimm dies mit, denn es kann dir gute Dienste leisten. Sobald sie ihm die Eichel gereicht hatte, verwandelt sie sich auf magische Weise in einen goldenen Kelch mit Edelsteinen. Dann rannte Teddy die Glastreppe hoch und steckte den goldenen Kelch in seine Tasche. Diesmal drehte er sich nicht einmal um der Fee zuzuwinken. So konzentriert war er. Ihre Stimme klang in seinen Ohren. Hüte dich vor dem, was klein und grau ist. Der Held, weiser als zuvor, versucht das rote Tor. Versuch das rote Tor. Öffne die Tür mit den Rubinen, dann musst du nicht mehr nach der Prinzessin suchen. Nein, du hast mich zweimal falsch geführt. Ein drittes Mal lasse ich mich nicht zum Narren halten. Als Teddy sich der Spinne entgegenstellte, hörte sie auf, ihr Netz zu spinnen. Und Teddy sah in einer Ecke eine kleine gelbe Tür, die ganz hinter dem Netz verborgen war, das die Spinne gesponnen hatte. Nun war ihm klar, durch welche Tür er gehen musste. Teddy griff nach seinem Zauberschwert. Die Tür war stark wie Stahl, aber er schlug sie mit einem kräftigen Schwung auf. Vorsichtig ging Teddy hinein. Er sah einen riesigen goldenen Hof und eine Fontäne, der in ein goldenes Becken plätscherte. Teddy sah sofort die goldene Prinzessin. Die war wie verzaubert und schlief auf einem goldenen Sofa. Und sie war atemberaubend. Einen Moment lang war Teddy von ihr geblendet. Dann sammelte er sich und rief ihr etwas zu. Prinzessin! Prinzessin! Wacht auf! Wir müssen gehen! Die Prinzessin zuckte nicht einmal. Teddy schaute dann zu dem nahegelegenen Brunnen und sah wieder zur Prinzessin. Dann füllte er den Zauberkelch und besprengte die Prinzessin mit dem Wasser. Sie keuchte, als hätte ihr jemand Leben eingehaucht und öffnete langsam ihre Augen. Bist du endlich gekommen? Ja, bin ich. Ja. Wo ist die Spinne? Teddys Augen wurden ganz weit und er sah sich verwirrt um, denn er hatte die Spinne ganz vergessen. Aber die Spinne hatte Teddy nicht vergessen. Sie krabbelte über den Boden auf die Prinzessin zu. Teddy sprang auf und stampfte mit dem Fuß auf sie. Die Spinne war nun nichts mehr als ein grauer Fleck auf dem blitzsauberen Boden. Das goldene Schloss rumpelte und bebte. Die Prinzessin erhob sich und hielt Teddys Hand. Du hast den Zauberbann gebrochen. Du sollst über das goldene Schloss herrschen und mein König sein. Oh, aber ich kann nicht, weil... Die Prinzessin zerrte den widerspenstigen Teddy über den Hof. Teddy würde seine Mutter vermissen. Er konnte nicht der goldene König sein. Hurra! Hoch lebe er! Es lebe der Held! Und all das gehört dir! Als die Prinzessin die Tür aufstieß und Teddy sich umschaute, war das goldene Schloss weg. Puff! Alles war verschwunden. Die Treppe, die Stimmen. Er lag wieder im Bett auf dem Bauch.
Seine Seidendecke über den Knien hörte er Hannah unten in der Küche. Das ist also die Geschichte des gelben Quadrats. Hat es dir gefallen? Oh, das war doch wunderschön. Er lag noch eine Weile da, dachte nach und lächelte vor sich hin. Und war die Prinzessin nicht reizend? Da hörte Teddy die Schritte seiner Mutter. Er sah die Bettdeckenfee an und die verschwand langsam hinter dem Bettdeckenberg. Oh, bitte geh noch nicht. Ich muss, mein Junge. Deine Mutter ist hier. Teddy schaute hinüber. Seine Mutter hatte bereits die Tür aufgeschlagen, stand da und lächelte Teddy an. Sie sah ausgeruht aus. Oh je, was für ein Berg, den ich da runtergehen muss.